Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Und zwar spielen wir einfach mal Fortnite auf den mobilen Geräten. Ich habe Fortnite jetzt schon länger auf der Switch mal gespielt und auch ein paar Mal auf dem PC. Bin nicht wirklich super gut in dem Spiel, was aber nicht so schlimm ist, denn es reicht ja, wenn man so ein bisschen mittelmäßig ist, oder? Trotzdem hat Spaß am Spiel. So. Wir spielen das Ganze wirklich mit Touchscreen, weil ich will eigentlich die Erfahrung machen, wie es ist, mit Touch zu spielen. Ich weiß, man kann ein Joypad anschließen und das habe ich auch schon gemacht, aber dann könnte ich es ja theoretisch auch auf der Switch weiterspielen. Also es geht mir darum, dieser mobile Faktor, wie das ist, wenn man unterwegs ist. Das ganze Ding hier habe ich jetzt natürlich angeschlossen Achso, das Ganze habe ich angeschlossen natürlich auf über mein iPad. So, wir spielen jetzt mit Touch. Ein paar Sachen habe ich schon ausgestellt. Ich habe jetzt 60 Frames diese Sekunde. Wenn ihr seht oben rechts mein Akku, ihr könnt fast praktisch mitsehen, wie der leer gesaugt wird bei 60 Frames. Das ist schon viel. So, wir gucken, wo wir landen wollen. Pass auf, wir springen mal hier Frenzy Farms ab. Gut. Aber man kann sehen, 45% habe ich noch und achte mal drauf, wie schnell das ausgesaugt wird. Wenn es zu doll wird, schalte ich mal runter auf 30 Frames. Das reicht dann auch. So, hier runter. Ja, wie man sieht, habe ich auch dieses Oldschool-Ding von damals, was man da haben konnte. Das war ja dieser Ritter. Den habe ich immer noch. Den finde ich irgendwie ganz cool. Ich weiß auch nicht warum. So, sind bestimmt mehrere, die hier landen werden. Ja, einige. So, lass uns mal das Haus da hinten anpeilen. Aber seht ihr schon 44%, das heißt, und man sieht auch, wie es langsam sich das alles aufbaut. Also, das hat nichts mit dem Frames zu tun, wie es sich aufbaut. Aber es ist natürlich schon so ein bisschen ärgerlich. So, rein hier. Kann die Kiste hier aufmachen? Ah, runter da. Meine Sache. Boah. Nudde. Oh, habe ich Nudde gesagt? Wollte ich gar nicht. Komm, trinken wir schnell was. Auch ein bisschen mehr Schuss, das reicht natürlich nicht. Jeder. Die Kiste, die können wir uns auch holen. Wenn wir wollen. Oh, da wollte er gerade den Halloween-Schreck wegmachen und ich habe ihn weggemacht. Finde ich auch eher sehr ärgerlich. Also für ihn, nicht für uns. So, wir holen uns mal schnell diese Kiste nochmal da. Wir müssen auch bald schon wieder laufen, wie ich sehe, denn wir sind ja natürlich gar nicht in der Nähe von da, wo wir hin sollen. Also ich steuere sich eigentlich gar nicht so scheiße hier mit dem iPad, muss ich sagen. Es geht eigentlich. Geh nicht da rein. Also man kann es relativ gut spielen. Ich habe mir die Steuerung so ein bisschen hingesetzt. Wie ihr seht, ist die Steuerung nicht optimal, wie ich die hingesetzt habe. Aber links kann ich immer direkt wechseln zum Bauen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Also von daher. So. Waffe. Mitnehmen. Perfekt. Und jetzt haben wir wieder ein paar Schuss. So, können wir direkt wieder zurückwerfen. Zurück zu unserer Waffe wechseln. So, wir müssen schon laufen hier, was ich sehe. Denn wir sind ja hier jetzt gar nicht in der Nähe. Aber wir können. Ach, warte mal, hier ist noch Munition. Die nehmen wir auch mit. Komm schon. Nein. Okay. So, nochmal nachladen. Müssen wir mal gucken. Ich konnte doch gerade eben hier noch eine Waffe umbauen, aber so viel habe ich noch nicht eingesammelt an Materialien. Das ist egal. So, dann lassen wir mal laufen hier. Das ist ganz gut, dass man automatisch laufen kann. Guck mal, 42% da oben. Da kann man nicht viele Runden spielen, wenn man das auf volle Pulle ist, auf 60 Frames. Läuft natürlich wesentlich flüssiger, aber ich werde es nachher umwechseln. Einmal hier kann ich durchlaufen. Jetzt umwechseln auf 30. Oh, warte mal. Guck mal, da laufen wir durch, mitten im Feld. Für uns natürlich optimal. Und die nehmen wir noch mit hier. Huch. Lauf mal. So.
Es sieht trotzdem gut aus. Also, ist ja nicht, also ich meine, auf dem PC sieht es natürlich alles ein bisschen fluffiger aus, das gebe ich zu. Auf der Switch ein bisschen weniger fluffiger, aber läuft trotzdem relativ stabil auf der Switch, muss man sagen. Werde ich auch nochmal machen vielleicht, wenn ihr Lust darauf habt, das zu sehen. Können wir das gerne mal machen. Aber ich dachte jetzt, ich versuche das den mobilen Faktor hier, weil ich finde, wenn man echt unterwegs ist und da mal ein bisschen was machen kann. So, pass auf, jetzt sind wir bei 41% unten. Das ist natürlich schade, wenn wir jetzt spielen und immer dieser Saft uns ausgeht. Deswegen, wenn ich gleich mit sicheren Versteck bin, beziehungsweise mich irgendwo verkrümeln kann, dann werde ich mal kurz auf 30 zurückstellen. Weil dann könnt ihr sehen, dann ist das Spiel wirklich energiesparend. Also, das sage ich nicht nur so, das ist wirklich so. Oh, nein, warum schieße ich denn? Wollte ich gar nicht. Dumm von mir. Nein. Gehen wir hier in die Hütte rein. Oder wir nehmen dieses kleine Pistolchen mit hier. Oh, das ist auch nicht schlecht. Eine Waffe für später. So, ja. Ist die hier. Aber das ist mal Munition. Munition ist auch nicht verkehrt. So, 39. Das ist natürlich hier beim Mobilen. Der zeigt natürlich genau an, wo die Kiste ist. Das ist natürlich sehr praktisch. Die ist natürlich da. Mal auf und da hin. Ist da irgendjemand? Bitte sehen. Oh, warte mal, eine Waffe gewechselt, ich Depp. Wollte ich nicht. Ah! So, ich stelle ganz kurz mal die Frameszahl um, weil ich habe Angst, dass wir. Und hier auf 20, auf 30. So, jetzt läuft es nicht mehr ganz so flüssig, wie man sieht. Aber dafür können wir länger spielen. Aber ich werde es mal irgendwann anschließen an Strom, wenn ich aufnehme. Das wäre einfacher. Wird ja schon ganz schön, ne? Nee, Leute, dann lassen wir doch mal die 60 nochmal an. Oder was haltet ihr davon? Bin ich besser? Ja. So. Draußen ist. Gerade eben ein paar Schüsse gehört. Ein paar Schritte gesehen. Sieht nicht so aus. Ja, runter. Jemand? Der ist da reingerannt. Jetzt rennt er dahin. Ich dachte, er wollte zur Truhe gehen. Will er bestimmt auch. Lass mich noch zur Truhe marschieren. Oh, da wurde er getroffen. So, aber der Sturm wird kleiner. Noch ein bisschen Zeit. Noch müssen wir nicht laufen. Sie noch? Mach ich nach. Ja, okay, ich hab die Waffe weggetan. Was ist denn das?
seine Waffe mit. Die andere Waffe müssen wir nochmal holen hier. Im Eifer des Gefechts habe ich die aus Versehen ausgetauscht. War natürlich nicht so gemeint. Aber was soll's. So, können wir schon was trinken? Wir müssen uns beeilen jetzt leider. Munition. Wir laufen mal weiter. Ein bisschen mehr laufen noch hier. Mann. Aber es läuft mobil halt wirklich sauber. Also, ich glaube, nur iOS-Geräte unterstützen 60 Frames. Ich glaube, wenn ihr ein Android habt, dann habt ihr Pech gehabt. Dann dürft ihr, glaube ich, nur mit 30 spielen. Was damit zu tun hat, ich habe mal gelesen, dass Epic gesagt hat, sie machen das nur, weil Android-Geräte halt sehr schnell heiß laufen können. Und bei iOS ist es noch nicht ganz so. Da ist ein bisschen sparsamer und genügsamer der kleine Prozessor. Wo man sagen muss, natürlich auch der beste Prozessor, den es eigentlich gibt für Mobilgeräte, glaube ich. Da hinten ist ein Typ. Wir haben uns auch schon gesehen. Leider ein bisschen laufen, sonst würde ich ihn natürlich abknallen. Weil der Sturm hinter uns kommt ja und ich weiß nicht, wie viel Platz ich noch Zeit ich noch habe. Wir laufen einfach mal. Der läuft auch, wir laufen auch. Ich glaube, der will uns auch nicht abschießen. Noch nicht. Er hat uns zwar gesehen, aber denkt sich auch, der läuft auch, dann laufe ich auch. Leider so. Ich habe schon lange gewartet. Wechseln. Und weiterlaufen, weil der Scheiße, der Sturm kommt. Und der ist schnell. Hier geht's runter. Was schaffen wir noch? Sorry, wir schaffen es nochmal. Da steht noch einer. Oh, blöde Nutte. Ja. Mein Sieg gekostet hier, wollte ich gerade sagen, mein Leben gekostet. Danke dafür. Wir laufen mal zur nächsten Hütte. Weiß auch nicht, wie hier noch jemand da hinter mir ist oder so. Ich kann jetzt die Sachen leider nicht mehr einsammeln. Das hätte ich gerne gemacht. Egal. So, sind noch 10 Leute übrig. So komme ich meistens auch hin mit 10 Leuten und dann sterbe ich irgendwie. Obwohl, ich habe schon mal ein, zwei epische Siege davongetragen, aber. Oh, ne? Passiert nicht oft. Ein bisschen Munition. Scheiße, das ist einer von draußen. Nein! Oh, verdammt, aber noch einer auf dem Berg, ne? Schade. Mist, ärgerlich. Aber trotzdem recht weit gekommen, oder? Gut. Schon noch eine Runde? Wir spielen noch eine Runde. Ärgerlich. Das ärgert mich gerade ein bisschen.
Aber was soll's. Sturm ist damit auch desinfektiv, ja. Aber man sieht, läuft 1A, macht Spaß. Kann man nicht besser machen, oder? So. Ja, ich schneide zwischendurch mal ein bisschen rum, weil ich glaube, ihr müsst ja nicht sehen, wie ich da komplett immer rumlaufe. Die ganzen weiten Wege, die kann ich jetzt zurechtschneiden, also das ist nur nicht das Ding. Aber mache ich nur ab und zu, also nicht die ganze Zeit. Denkt dran. So. Ja, Leute. So, ein paar coole Moves. Warte mal. Finde ich hier noch so ein geiles Ding? Stompen. Ja. Na gut. Okay, wo springen wir ab? Hab ich noch da? Weißt du was? Ich glaube, wir springen was Salty Springs ab. Was haltet ihr davon? Finde ich einen guten Plan. Damit ist alles verseucht. Jetzt zu Halloween. Also diese Geister, die ab und zu rausspringen, die erschrecken einen ganz gut. Wenn ihr das auch schon mal erlebt habt, aber wenn die einen da ins Gesicht hüpfen, das ist schon unangenehm. Ja. Das Haus da hinten, ne? Angriff. Direkt auf dem Dach. Mist, hat mich auch gut erwischt. Bitte. War sie gerade drin, ne? Hat die Munition mitgenommen? Ne, die mit. Nettes Wäffchen. So. Eben muss ich irgendwo finden. Frage wo, ne? Warte mal. Verbinden wir uns mal kurz. Okay, hier sind auch ein paar Kisten noch. Egal sein. Sollen wir mal raus hier, wa?
Obwohl wir, glaube ich, ganz gut im Feld liegen, ne? Direkt in der Mitte hier. Uns auch hier ausharren. Eine gute Waffe. Wollen wir dann alle hierher kommen? Aber ich glaube, ein anderes Haus, was nicht so ganz durchlöchert ist, vielleicht ein bisschen netter. Gehen wir mal. Und ein bisschen Munition können wir auch nochmal sammeln. Brauchen wir auf jeden Fall. Auf umbauen können wir nicht. Aber wir können hier oben noch rum was machen. Schon wieder welche. Heftig. Drüben? Aus der Richtung kommt das? Na, den können wir doch vielleicht sogar hier wegflanken, obwohl ich glaube, es wird sich eingrooven hier auf dieses, auf Salty Springs, aber ich weiß es nicht. Warte mal auf, wenn er reinkommt, kriegt er eine volle Ladung in die Fresse. Wenn er hier reinkommt. Das war kein Halloween-Schreck, das war ich. Ja, ist natürlich auch scheiße sowas, ne? Also sowas nennt man ja auch Campen gerne mal in Fachjargon. Habe ich aber kein Problem mit. Nein, was machst du denn da? Bist du dumm? Eine coole Waffe wieder rein. So. Warum ist noch ein Spot? Entweder ist mir das egal. Hauptsache ich sammle hier ordentlich Munition. Das reicht ja schon. So. Die werden ja alle hierher kommen. Also ich weiß gar nicht, ich müsste eigentlich nicht wegrennen. Also das kann man natürlich machen, aber Quatsch wäre es jetzt abzuhauen. Behaupte ich mal. Da auch schon wieder jemand? Oh, lass ihn mal reinkommen. Vielleicht kommt er auch rein. Das ist auch so ein geiler Typ, der reinkommt. Weg. Macht aber auch nichts. Ich will auch nur wissen, wo es gleich, wie viel kleiner es wird und wo ich hier hin muss. Ist er. Ich glaube, ich treffe ihn von hier nicht. Nicht gut genug zumindest. Lassen wir mal lieber. So, ich bin genau an der Grenze. Ich kann einfach theoretisch hier in einen Raum reingehen und bin ich schon wieder da, wo ich hin soll. Naja, nicht ganz. Das macht nichts. Wir gehen jetzt mal hier raus. Oh, das war ein Dings. Die holen es doch noch. Munition können wir mehr gebrauchen. Nimm mit. Mal da runterlaufen. Da baut ja gerade jemand was, sehe ich. So.
die Waffen tauschen? Kommt auch noch jemand. Ein Boot oder so, ne? Ja, mit einem Boot vielleicht. Ja. Aber wie man sieht, bin ich der vorsichtige Spieler. Und ich kann absolut nicht bauen. Also wenn ihr denkt so, warum baut er sich nicht mal so eine Burg oder so. Deswegen verliere ich auch meistens immer. Ich kann zum Schluss diese Türme, ich kann das nicht bauen. Also ich bin nicht so schnell. Ich glaube, es gibt bestimmt so Leute, die können das so ganz schnell hin und her drücken und haben sich hier hingebaut, wie sie es bauen wollen. Ich kann es halt nicht. Ich bin wirklich schlecht in das. Läuft einer? Lauf. Oh, lauf, lauf, lauf. Ah, scheiße, das hat mich jemand erwischt. Lauf doch mal, du Spacko. Da wurden wir ganz schön dezimiert gerade vom Leben her auch und so. Aufpassen.
Problem ist bloß, hier ist es auch gefährlich im Wasser zu sein eigentlich. Weil man wahrscheinlich total schnell drauf geht, wenn jemand sie ansieht. Ja, jemand geschossen. Schauen wir da rüber. Wäre da so ein bisschen geschützt bei den Steinen da. Schießen wir nicht auf die? Haben wir Glück. Schießt nicht sofort jemand auf uns. Wir müssen auf jeden Fall in die Richtung. Wir bleiben mal hier kurz noch. Gucken mal, ob wir irgendwas noch erkennen hier. Hinter dem Berg sind welche. Da könnten auch welche kommen. Warten wir kurz ab. Ein bisschen Schiss, muss ich zugeben. Da jemand wegballert gleich. Hinten läuft einer. Der ist auch voll aus dem Bereich raus. Hm? Das wird sich alles dahinter abspielen, aber jetzt müssen wir mal warten, bis der Bereich kleiner wird. Oh, es sind nur noch drei Leute übrig. Ich und zwei andere. Das ist natürlich doof. Darf ich gleich wieder mit irgendwelchen Leuten bauen? Ich hasse bauen. So, den haben wir weggenatzt. Sind noch ich und andere übrig. Das ist natürlich die Frage. Weiß der andere, wo ich bin? Ja, da auf, der ist ja da irgendwo, da hinten wahrscheinlich, hinter dem Berg oder so, der sich verschanzt. Da muss ich jetzt auch ein bisschen, auf jeden Fall muss ich ein bisschen wieder ranschwimmen mal. Bin ich gleich tot. Ach, ich sterbe sowieso, das weiß ich jetzt. Natürlich voll auf dem offenen Feld hier, das sehe ich ein. Aber ich habe ihn da oben schon gesehen. Den Hiopai. Siehste, epischer Sieg für mich. Na bitte. Ja, was natürlich auch zu Schulden kommen lasse, was natürlich auch gut ist, war natürlich diese Waffe hier. Die macht natürlich Sinn, ne? Komm, sammeln wir hier noch ganz scheiße ein von dir. Oh, du hast auch eine coole Waffe gehabt hier. Sturmig, ja. So. Ja, das war's. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Mal sehen, vielleicht machen wir es nochmal irgendwann. Falls euch das überhaupt gefällt, vielleicht denkt ihr auch, pff, gibt so viele Fortnite-Typen, lasst es mal lieber. Bis dahin, tschüss.